gemeinsam, ne, haben den Auftrag, dahin zu kommen, nach Potsdam, ins Pokalfinale. Und dafür wird Rutenbeck mit seinem Staff heute alles tun. Aber ihr spielt das Spiel. Das war die Entscheidung. Union macht hier das dritte Tor. Schönen Sonntag. Hallo FC-Fans, herzlich willkommen aus dem wunderschönen Grüngürtel. Ihr wisst, was das wieder heißt, wenn ich mich hier aus dem Grüngürtel melde. Genau, es steht ein neuer Vlog an im Nachwuchsfußball des 1. FC Köln. Und heute heißt es Alles oder Nichts. Das Alles oder Nichts-Spiel im DFB-Pokal der Junioren zwischen unserer FC U19 und Union Berlin. Und ja, ich bin jetzt hier früh morgens am Geisbockheim angekommen und schau doch mal, wo ich die Jungs gleich antreffe. Entweder im Videoraum oder vielleicht schon bei der Platzbegehung. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Video und lasst hier schon mal ein Like und eine positive Bewertung da. Ich habe gerade ein paar Jungs schon in die Halle gehen sehen. Also aktivieren Sie sich da schon fleißig. Das ist ja das Schöne, wir haben ein Heimspiel im DFB-Pokal-Achtelfinale. Da sind die Wege kürzer. Und dann schauen wir doch jetzt mal in der Halle vorbei, was die Jungs da so treiben. Hey, was soll das denn? Moin. Kurz Power rein. Da passt das. Wer Schuppelkrebs noch mit cleaner Luft? Kurz rum aktivieren noch. Video ist in 9 Minuten. Louis? Ja. Ist es okay, wenn ich dich heute eigentlich filme? Oder darf ich wieder vloggen? Doch, heute ist okay. Heute darf ich vloggen? Heute ist okay. Also jetzt Video? Ja, gleich. Das ist Achtelfinale Union Berlin. Ne? Das ist eine Aufgabe, die spannend ist, ne? Die uns besser machen wird, egal in welche Richtung es geht. Zeigen wir euch noch was. Und wir waren immer eine Mannschaft, die nie aufgegeben hat. Wir waren immer sehr kämpferisch und haben immer alles rausgehauen. Und auch in den Situationen glauben wir an uns. Wir sind so ein enges Team, so aneinander gewachsen und wir geben jeder für jeden alles. Ja, auf jeden Fall ist das der größte Titel, den ich bis jetzt gewonnen habe. Und das ist natürlich ein überragendes Gefühl, das noch als Kapitän den Pott in die Höhe zu halten. Das ist einer der schönsten Tage bis jetzt in meinem Leben. Ich sage euch Jungs, ne, das Gefühl, das ich heute noch habe dabei, ne, das ist groß. Ne? Da kommen mir Tränen. Ne? Das war mit das Geilste, was wir erlebt haben. Und ihr habt die Möglichkeit, ne, mit einem Sieg heute der Sache noch mal viel, viel näher zu kommen. Ne? Und dann gibt das nicht einfach so hin. In einem Spiel ist immer alles möglich. Nicht im Nachgang euch nachher nachsagen lassen, hätten wir doch vielleicht einen Meter mehr investieren. Nein, jetzt investieren wir den Meter mehr. Das hier, Jungs, ich verspreche es euch, ne, wenn wir da hinkommen, das bleibt immer. Das ist ein Endspiel für uns. Ne? Das ist ein Endspiel, um halt dann Ziele zu erreichen. Dafür müssen wir aber gewinnen. Wir müssen gewinnen. Wir müssen alles raushauen. Ne? Wir müssen von Beginn an komplett wach sein. Ne? Ich muss das in die Waagschale werfen, was ich am besten kann. Ne? Ob ich nachher reinkomme, ob ich nachher rauskomme, um dann nochmal zu pushen und zu motivieren. Ne? Alle gemeinsam, ne, haben den Auftrag, dahin zu kommen, nach Potsdam, ins Pokalfinale. Und dafür wird Rutenbeck mit seinem Staff heute alles tun. Aber ihr spielt das Spiel. Ihr müsst alles raushauen. Ihr müsst so stark heute sein. Jeden Zweikampf gewinnen. Ne? Die wollen die Stürmer sowas von wegmachen. Kreativ sein im Zentrum. Ne? Tore machen. Alles halten, was zu halten ist. Dann haben wir eine Chance. Und nur dann
Sind wir eine Runde weiter. Und dann bin ich gespannt, wer kommt, wer uns schlagen will. Aber wir müssen es gemeinsam machen, Gabi. Von Beginn an. Captain, wir müssen es gemeinsam machen. Von Beginn an. Aber alle. Und ich gehe da vorne weg, wenn er aufgeht. Komm, komm! Die Hymne läuft noch, deswegen muss ich ein bisschen lauter reden, aber die Mannschaften sind bereit. Gleich wird es den Anstoß geben. Jetzt geht's los. DFB-Pokal, Achtelfinale der Junioren. Unsere FC U19 gegen Union Berlin. Direkt mit dem ersten Angriff. Wir kommen weiter. Wir haben 20 Minuten gespielt, die FC U19 ist auf jeden Fall besser im Spiel. Also ein Riesenschuss auch schon von Kian Heckmatt, den der Torwart gerade noch so an den Pfosten lenkt. Sind gut im Pressing dabei, also schaut gut aus. Union muss gerade schon verletzungsbedingt wechseln. Ich hoffe, wir bleiben so dran und machen dann das erste Tor. Eins zu null für Union. Julian Richter hatte die Fahne zuerst hoch. Rute fragt auch nach. Die Spieler stehen aber schon wieder beim Anpfiff. Tor scheint zu zählen. Schiri hat wieder angepfiffen. Jungs, kommt, wir waren besser im Spiel. Zwei riesen Chancen gehabt und jetzt ein Tor, wo man noch nicht ganz weiß, was regulär oder nicht. Mit 1 zu 0 liegen wir leider zurück, waren viel besser im Spiel, hatten zwei richtig, richtig gute Chancen durch Kian, Fernschuss und dann nochmal Malik frei vor dem Torhüter. Ja, aber dann kam die 34. Minute und Union führt. Wir wissen noch nicht genau, was und wie das da passieren konnte. Linienrichter hatte auch die Abseitsfahne gehoben, Tor trotzdem gezählt. Die Jungs sind aber trotzdem besser drin im Spiel, pressen sehr gut, kämpfen gegen die bulligen Unioner und jetzt heißt es in der zweiten Halbzeit dranbleiben und uns dafür belohnen. Weiter geht's, Jungs. Zehn Minuten sind noch zu spielen, gerade wird die Zuschauerzahl schon durchgesagt. 720 Leute sind hier und schauen sich das Achtelfinale an. Nach dem Tor für Union nicht mehr so viel passiert. Unsere Jungs bleiben dran, pressen vorne, laufen immer wieder die Angriffe nach vorne, sind noch nicht konsequent genug. Ich hoffe, wir machen noch das 2-2, kommen in die Verlängerung. Lang ist aber nicht mehr zu spielen. Das war die Entscheidung. Union macht hier das dritte Tor. Schade. Ja, ich glaube, es war mehr drin, ne? Gerade auch aufgrund der ersten Halbzeit. Ne? Da habe ich uns als bessere Mannschaft gesehen liegen halt da 0-1 zurück. Ich glaube, dass Union in der ersten Halbzeit zwei Möglichkeiten gehabt hat. Wir hatten 3-4 dicke Dinge. Also selbst wenn du mit dem 0-0 in der Halbzeit gegangen wärst, wären wir eher unzufrieden gewesen. Aber du lagst halt 0-1 zurück. Zweite Halbzeit haben wir uns zurückgekämpft, machen dann auch, finde ich, folgerichtig das 1-1. Du hast aber so ein Gefühl gehabt im Laufe des Spiels, weil wir mehr Risiko gegangen sind,
dass wir dann die 1-gegen-1-Duelle gar nicht in unserer letzten Linie, aber so davor dann viele verloren haben. Und dadurch wurde Union dann noch immer gefährlicher, dann in unserem letzten Drittel. Und ja, bei den Gegentoren haben wir einfach schlecht verteidigt. Ja, FC-Fans, mittlerweile ist das Franz-Krämer-Stadion hinter mir leer. Die Zuschauer sind gegangen. Mit 1:3 haben wir leider verloren, sind gegen Union Berlin im DFB-Pokal im Achtelfinale ausgeschieden. Sollte am Ende nicht sein, Stefan Rutenbeck hat es zusammengefasst, es war dann auch nicht ganz unverdient. Wir hatten aber die Möglichkeiten, die erste Halbzeit war dann im Endeffekt auch der Grund, warum wir nicht weitergekommen sind. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch der Vlog gefallen hat. Die U19 hat ja auch noch in der Liga die Chance, ein bisschen was zu reißen. Kommt auf jeden Fall weiter hier zum Nachwuchs hin, supportet die Jungs und gebt dem Video doch trotz Niederlage gerne positive Bewertungen. Schreibt hier unten einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog im FC-Nachwuchs.